Herzlich willkommen zu RRO TV Sport. Eine lange Biathlon-Karriere ist zu Ende gegangen. In der letzten Woche hat der Simon Hallebarter das letzte Weltcuprennen gehabt. Und jetzt heute ist er SBIC im RRO TV Studio. Recht herzlich willkommen, Simon Hallebarter. Vor einer Woche zum letzten Mal am Start des Weltcuprennen. Und dann war für dich vorbei mit der internationalen Karriere. Wie hast du das letzte Rennen noch so erlebt, wenn du am Start warst in Oslo? Ja, es war sicher ein sehr spezielles Rennen gewesen. Also ich habe ja, am Schluss bin ich noch nicht ganz sicher gewesen, ob ich überhaupt auf Oslo gehen kann. Mhm. Aber zum Glück hat es dann noch gelangt für mich. Und für mich war es eigentlich sehr wichtig gewesen, dass ich das letzte Rennen noch in Angriff nehmen konnte. Mhm. Weil das ist es wie auf 11 Jahre bin ich im Weltcup dabei gewesen. Ja. 11 Jahre eine Haufe Leute kennengelernt, eine Haufe, was ich kam, was ich gegangen. Aber es sind auch die Haufen Freundschaften, die du aufgebaut hast. Genau. Ich sage mal, von Athleten bis sauber Betreuer und das Ganze. Und das was ist denn dabei gewesen? Wehmut oder Freude? Oder wie sind das die Gefühle? Ja, am Anfang ist wirklich, also ist frei gewesen, dass ich gehen kann auf alle Fälle. Mhm. Und ich sage jetzt am Schluss, nach dem Rennen wirklich, wenn wir sie zurückgeflogen sind, so, ist es schon ein bisschen speziell gewesen. Der letzte Abend, den wir noch zusammen verbracht haben. Hätten wir noch ein bisschen feiern oder? Ja, mal ist nur ein grosser Skala-Abend organisiert. Der Veranstalter mit den Siegerehrungen und auch noch mit der Party nachher, so ist es fair. Aber es war schön gewesen. Und ich bin wirklich, habe mich gefreut, auf das Oslo zu gehen. Und auch eigentlich die ganzen Leute nochmals kennen. Weil das ist wirklich ein Biathlon. Es ist wie eine grosse Familie eigentlich. Zwar sind wir Konkurrenten untereinander. Aber trotzdem ein gutes Verhältnis miteinander. Genau. Das ist eigentlich über die ganzen Jahre eben, hat sich das... ist das immer halt gewachsen und man war ein Teil von dieser Familie gewesen. Am Schluss des Rennens haben die Kollegen noch mit einer Champagnertusche empfangen. Ja, richtig. Ja, ja ich habe wirklich nicht gewusst, schon dachte ich, dass ich etwas machen oder so, aber du weißt ja gleich nicht in welche Richtung. Und dann konnte ich wirklich noch kein Streich auf der Strecke bekommen, aber wir haben am Schluss Rennen noch ein Stück Champagner nehmen. Wann ist denn so der Entschluss bei dir gekommen, ja, dieses Jahr könnte ich fertig sein? Wann hast du das so daran gedacht? Oder wann ist das so... zum Spielen kommen? Es war eigentlich schon ein längerer Entschluss bei mir. Weil ich habe sicher vorher geplant, meistens eigentlich so einen Vierjahresrhythmus immer, dass man so von Olympia zu Olympia. Jawohl. Und das ist eigentlich schon bei 2010 nach Vancouver, machen wir sich klare Gedanken. Oder bis Vancouver ist für mich klar gewesen. Und nachher, was geht weiter? Und ich habe nach Vancouver einen Entschluss gefasst, sicher bis Ruppolding weiterzumachen 2012. Weil das nochmal, also Weltmeisterschaft, genau. Jawohl. Nur mal sicher ein Höhepunkt ist für alle Biathleten. Und das ist gleich Sochi im Genau, und nachher ist natürlich 2 Jahre, das ist so eine kurze Zeit, da ist mir eigentlich schon so weit gegangen. Und nachher ist das für mich eigentlich auch klar gewesen. Ich habe wirklich sehr gut aufgehört in Ruppolding. Oder immer der Weltcup-Abschluss. Und so bist du motiviert. Und von dem her ist das für mich dann klar gewesen, dass ich bis Sochi gehe. Aber mir war schon klar gewesen, dass Sochi... Schon vor 2 Jahren hast du so quasi den Richtig, Entschluss genau. gefasst. Ja. Also hast du dich darauf vorbereitet, ja? Dass eben der nach Oslo fertig ist. He? Ja, sicher. Für mich ist das nicht von heute auf morgen gekommen. Das war ein langer Prozess. Also nicht ein Prozess gewesen, aber ich wusste, der ist fertig. Und mit dem konnte ich mich schon länger abfinden von dem her. Du hast es gesagt, eben 11 Jahre im Weltcup dabei, eine lange Zeit, wenn du da Biathlon gemacht hast. Angefangen hast du den Sport eigentlich nicht mit Biathlon, sondern mit Langläufen. Das war deine Disziplin. Da warst du recht erfolgreich gewesen, mit den Junioren. Medaille gemacht an der Schweizer Meisterschaft, sogar mit der Elite ein Bronze mal geholt, Schweizer Meisterschaft. Warum hast du den Wechsel gemacht zum Biathlon damals? Ja, eigentlich ist ein, ich sage nach Juniorenzeit und wenn ich als Elite noch Bronzemedaille geholt habe, eigentlich nachher wirklich ein schwieriges Jahr gehabt. Ich war viel krank gesehen, ich konnte fast keine Rennen können laufen. Und für mich hat ein bisschen die Frage gestellt, wie geht es weiter? Bist du noch motiviert, wirklich nur am Langlauf weiterzumachen? Und irgendwie habe ich gemerkt, dass ich auf eine Art eine neue Herausforderung suche. Weil ich bin vorher schon seit 10, 11 auf dem Langlauf gewesen, schon 10 Jahre in dem ganzen Zirkus. Und so hat sich das eigentlich per Zufall eigentlich durch einen Kollegen gegeben, der auch zum Biathlon gewechselt hat, dass er mich das ein bisschen mitgezogen hat. Mhm. Hast du es nie bereut jetzt, so in den 11 Jahren? Nein, im Gegenteil. Also ich bereue keine Entscheidung. Und aber eben, Bronzemedaille, Schweizer Meisterschaft, das ist nicht nichts. Vielleicht hätte so eine Karriere können gehen im Langlauf, aber glaubst du weniger daran? Ja, ich glaube, das war schon der richtige Check für mich. Weil es ist klar, die Sprintrennen sind gekommen im Langlauf, wo ich eigentlich auch gute Dinge hatte. Aber ich hatte immer mit den Sprintrennen, ich habe immer ein bisschen gesundheitliche Probleme gehabt. Ja.
bin mit der Lunge immer nach diesen harten Rennen, kurzen Distanzen. Und von dem her ist das eigentlich für mich wie eine Chance gewesen, eigentlich im Biathlon. Ich habe mich entschieden dann, ja. Und das habe ich gesehen, jetzt probiere ich schon mal am Anfang. Ich habe mir da nicht grosse Ziele oder wie lange das ich machen will, weil ich bin eigentlich wirklich als Skischütz gekommen. Ist schwer gewesen am Anfang, aber der Wechsel von der Sportart mit dem Schiessen, der dazu ist. Ja, ist sicher, vor allem mit dem Älteren. Natürlich halt einem gewissen Alter, 23 bin ich gewesen. Etwas Neues müssen lernen. Genau. Quasi. Ja, ist wirklich, das Schiessen ist halt wie eine neue Sportart. Mhm. Und du musst lernen. Ja. Das ist ja nicht irgendwie, dass klar, das Langläufe habe ich gewiss, wenn es gibt. Aber das Schiessen ist für mich total neu gewesen. Ich habe mich vorhin mit dem Schiessen nie befasst. Nie geschossen vorher? Nein. Also einfach alle mit der Halt. Ja. Aber ich bin jetzt nicht irgendwie wie ein Schütze oder etwas gewesen. Auf die Jagd auch nicht. Auch nicht, nein. Ich habe wirklich eigentlich keinen Bezug zu dem. Und von dem her ist für mich halt, ja, es ist ein Risiko gewesen, aber auch eine Herausforderung. Ich habe mich eigentlich relativ schnell an das Trick gefunden, obwohl klar am Anfang. Also das Problem ist halt einfach am Schiessen, dass wenn du das von Kind oder als Jugendlicher, das sind so viele Automatismen, die du schwieriger lernst oder halt nachher einfach viel schwieriger. Ja, Alter kann man nicht gerade sagen, aber 23 Jahre. Nein, aber als Ausgewachsener bist du, ist nicht ganz einfach. Und da ist sicher immer Geduld zu haben. Das sind einfach, du musst nicht das Gefühl haben, du kannst das nach 2 Jahren lernen. Mhm. Du musst dir einfach halt wirklich eine Zeit geben. Aber ich habe gerade nachgeschaut, mit deinen Schiessleisten in der ersten Weltcup-Saison hast du 53% getroffen. Das ist nicht gerade so super, kann man sagen. Insgesamt, bei sich. Ja, ja. Und jetzt in dieser Saison 86%. Ja. Das ist schon recht. Es gibt immer Läufer. Klar, in der ersten Saison habe ich auch nicht viele Rennen gemacht, als ich im Biathlon bei dabei war. Aber 86% bester Schweizer jetzt in dieser Saison. Ja. Ja, das ist wirklich. Und ich habe dann nur aber 1-2 ein bisschen grob drin. Ja, am Schluss haben wir ihn noch gerade drin. Genau. Ja. Aber das ist schon so. Ich habe jetzt Jahre, also im Sommer gemerkt, habe ich ein gutes Gefühl eigentlich im Schiessen. Und das ist ein Prozess, der lang geht. Bei einem wird es ein bisschen schneller, bei einem ein bisschen weniger schnell. Und es gibt Leute, die lernen es nie. Mit 86%, aber diese Saison bist du fast bei der Besten gewesen. Ich glaube, der Beste war bei Linzi gewesen. Ja. Da bist du noch an der Weltspitze gewesen dieses Jahr. Also jetzt aber Schiesser ist das Jahr wirklich sehr gut gewesen und bin ich wirklich auf Top-Niveau eigentlich geschossen. Du hast vorher gesehen, nie bereut eben der Wechsel zum Biathlon. Was ist denn die Faszination von der Sportart aus deiner Sicht? Was macht dich so attraktiv? Also ich glaube, es ist für jeden selber... Für den Sportler, ich muss jetzt natürlich gerne schauen, aber für den Sportler. Aber ich sage, es ist eigentlich, es hat eine Verbindung, die zwei Sachen zusammen. Der, der es gerne schaut, aus welchem Grund schaut er es eigentlich gerne? Wieso schaust du in Sportart gerne? Das ist eigentlich für uns gleich, ist die Faszination, die Spannung, weil der Biathlon halt bietet mit dem Schiessen und dem Läufen. Zwei gegensätzliche Sportarten, wirklich, die miteinander eigentlich nichts zu tun haben. Schwierig unter Höhe zu bringen. Genau. Ja. Das ist eigentlich die Faszination, was zum Zuschauer uns macht. Einfach die Spannung während dem Rennen. Trifft er nicht. Und das ist für uns genau das Gleiche. Es ist immer die Challenge, die 5 Scheiben wirklich zu treffen. Und das war im Training an. Mhm. Ich meine, in meiner ganzen Karriere habe ich über 100'000 Schuss geschossen. Ja. Und das wird nie langweilig, sagen wir mal die 5. Nie, das Training beim Schiessen nie langweilig gewesen. Du hast wirklich jedes Mal die Challenge, die 5 zu treffen. Und es ist nicht, dass das kommt und jetzt musst du schon wieder schiessen oder so. Das ist jetzt wirklich jedes Mal eine Herausforderung. Du machst im Sommer... Es ist nicht mehr nur 5, das ist nicht lang, aber die 5, die muss man... Genau. Also ist halt, im Training ist das hinter. Ich meine, du hast mehrere Chancen. Mhm. Und das Interessante ist halt im Wettkampf, du hast ja wirklich nur die 2 Chancen. Es ist ja nicht... Ja. Ich kann den nur mal probieren oder so. Das ist eigentlich das, was der Biathlon und meine wirklich den Reiz uns machen dort für den Sportler. Jetzt Langläufe, ist das über die Jahre immer gleich gut gegangen? Oder jetzt, du bist ja eben Langläufer gewesen. Ist da ein Fortschritt gemacht oder ist das ähnlich geblieben? Ja, es ist ein bisschen auf und ab. Zuerst, wenn ich gekommen bin, ist eigentlich nicht, sagen wir so, gelaufen. Da haben wir auch mit Trainerwechsel, kann man sagen. Und da haben wir eigentlich wirklich über das ganze Team eine grosse Steigerung gemacht. Und das ist eigentlich so weitergegangen bis Vancouver 2010. Ja. Und dann habe ich wieder ein bisschen leichtes Tief gehabt. Aber dann, wenn ich die WM Ruppolding war, zum Beispiel 2012, ich muss sagen, vor allem am Schluss haben wir nur die letzten Weltcuprennen gehabt. Da bin ich wieder, also habe ich wirklich mit der Tobelite mithalten. Mhm. Und jetzt habe ich eigentlich ein Problem, sagen wir, habe ich bekommen in den letzten anderthalb Jahren eigentlich. Letzte Saison gut gestartet. Ja. Bis im Dezember noch das Top-Ten-Resultat. Nachher seitdem war wirklich der Wurm drin. Im Laufen? Genau, im Laufen. Ja. Und dieses Jahr habe ich natürlich etwas anderes vorgenommen. Mhm. Und ist der Wurm, sagen wir, drin geblieben, beim Laufen. Richtig, Und warum? Oder
Warum hast du den nicht können? Ja, es ist schwierig zu sagen. Wir, ja. haben da, wir haben das letzte Jahr klar analysiert und das Gefühl, haben wir da den Grund eigentlich gefunden. Aber jetzt, ich muss jetzt sagen, man kann das schon noch mal analysieren, aber ich habe mit verschiedenen Trainern geredet, international gesehen, ja. Kontakt haben. Und es ist halt schon so, dass im Spitzensport, wenn es läuft, ist es nicht, das ist ein bisschen einfacher Erklärung, aber wenn es nicht läuft, ist es vor dem gleichen Problem. Ja. Warum und wieso? Kannst du genau das Gleiche machen, es funktioniert nicht. Und klar, das ist es eher, sonst nur mit Krankheit ist noch ist mir ein bisschen inzwischen gekommen. Aber es ist ja schade, eben, weil super getroffen ist quasi und eben das Läufen dann nicht... Ja, logisch. Das ist aber das Verrückte im Biathlon. Das ist einfach beides muss klappen. Ja. Ich meine, wenn ich die GS-Resultat vor 5-6 Jahren, wenn ich die eigentlich abprüfen konnte... Dann wäre der Podestplatz wieder gelenkt. Da wäre ich vermutlich schon einmal drin gelegen. Das ist ja so. Wie ist denn so, wenn du zurückschaut, Simon, die Entwicklung in dem Sport, in der Sportart Biathlon, du hast das gehört in den letzten 11 Jahren, ist eigentlich schon recht etwas gegangen? He? Ja, sicher. Das hat schon, ich sage, das ist ein bisschen in jeder Sportart, eine entwickelt sich mehr, eine weniger. Aber der Biathlon, vor allem die Briten, hat sicher zugenommen. Es hat eine Haufen kleine Nationen. Wir sind ja vor 10 Jahren, also sind wir eine ganz kleine Nation gewesen. Und jetzt sind wir auch, sagen wir, wirklich im Mittelfeld dabei. Ja. Und das sind, bei anderen Nationen ist das eigentlich ähnlich gegangen. Und es sind mich immer mehr Biathleten, die am Start sind. Wenn man so das Wochenende anschaut, im Weltcup über 100 am Start, dann läuft noch ein IBL-Cup, das ist die zweithöchste Stufe, auch wieder über 100. Ja. Fast 200 Spezialathleten, das kriegst fast keiner anderen Sportart. Nein, das ist ja so. Also, aber es scheint ja, das Weltcup-Feld, im Weltcup müssen wir abfahren. Wenn jetzt vor 3-4 Jahren ist ja nur die Starterfelder von 120, 130 gewesen. Das war das Problem mit dem Fernsehen. Und dann versucht die Starterfelder einfach zu minimieren. Ja. Genau. Aber das, was du sagst, ist schon so. Es hat wirklich 100 Athleten im Start und eine Zwickgruppe eingebaut. Teilweise 120, 130 Läufer, die einfach keinen Startplatz mehr haben. Und auch die Liter BS auf Top-Niveau. Und von diesen 100 können vielleicht 30, 40 fast auf den Podestplatz kommen, kann man sagen. Ja, das ist ja so, ja. Ja. Und kannst du sagen, dass von diesen 50, 60 eigentlich ein Top-10-Läufer das. Wie ist denn die Entwicklung in der Schweiz passiert? Da war wahrscheinlich schon der grosse Schritt, seitdem ihr eben bei Swisski seid. Das war schon wichtig. Ja, auf alle Fälle. Das ist, ich sage, wenn ich der ganze Biathlon angefangen habe, dann sind wir nur bei Swisski gewesen. Für mich war das eigentlich ein bisschen ein Abenteuer gewesen. Ich habe mich dann etwas zurückgestürzt, was ich nicht gewusst habe. Gibt es den Verband noch in 2 Jahren? Gibt es den Biathlon? Quasi ein Pionier bist du gewesen, kann man sagen. Ja, schon von der ersten Dings, kann man schon sagen. Ja. Das war wirklich eine schwierige Zeit gewesen, weil Geldprobleme hatte, einen eigenen Verband, eine kleine Randsportart. Und ich sage, in dem Jahr, ich glaube, das war 2004, glaube ich, wo wir zu Swisski integriert sind. Das war eigentlich der Grundstein gewesen, sagen wir, für den Biathlon allgemein, für den Erfolg, den wir letztes Jahr feiern konnten. Jetzt auch mit den Jungen. Das ist eigentlich der. Und jetzt eben Medaille. Richtig, genau. Top-10-Platz hast du ja Brücke, ein paar im Weltcup. Ist da einer speziell, der in Erinnerung geblieben ist, jetzt im Rückblick? Ja, es ist der erste sicher, das ist klar. Der war in Ruppolin. Ja. 2007, das war der 6. Rang. Quasi das Mekka des Biathlon-Sports. Ich muss sagen, es sind Haufen Rennen, wo wir im Kopf geblieben sind. Das sind jetzt nicht nur die Güte oder Schlechte, aber ich kann eigentlich die meisten Rennen kann ich plus minus eigentlich schon nochmal abprüfen. Oder Bleibt das immer nach der Karriere? Ja, sicher. Ja. Ja. Und einer sicher auch, sagen wir, der 9. Platz in der WM in Südkorea. Südkorea sicher kein Mekka, aber das ist etwas speziell. Da war ja eigentlich die Olympiade, also nicht dringend, aber die Olympiade 2008, sind wir ja 2009 WM gehabt. Wo bist du denn am liebsten gelaufen, so Belgien-Rennen? Wo bist du am liebsten gegangen? Ja, ich sage, die Mitteleuropa, die Rennen sind alle sehr, Oberhof, Ruppeling, Antols, die sind alle sehr speziell. Ja. Aber meist Orte läufst du gerne, wenn du Erfolg hast. Von dem her ist es im Neujahr, hast du meistens in denen... Gerne wieder da gegangen. Es war ein bisschen Abergläubig für dich dabei, dass du da wieder mit guter Erinnerung kannst du stark gehen. Eine lange Karriere im Biathlon, aber auch 3 Olympische Spiele, das kann ja nicht jeder machen. He? Mit Torino, Vancouver und Sochi. Welche Spiele bleiben dir am besten in Erinnerung? Also, Torino wahrscheinlich nicht. Torino sicher. Das hat man ein bisschen ausgeblendet. Ja. Nein, das ist schön. Man hat auch die Erfahrungen zu Turin gemacht. Die sind sicher nicht durchwegs positiv gewesen. Man muss sagen, Vancouver und Sochi, die können jetzt nicht unbedingt voneinander unterscheiden. Ja. Ich sage, Vancouver ist von mir sportlich eigentlich nicht so schlecht gelaufen. Ja, klar, können besser sein, aber ich bin da sicher
Läufer ist man, da haben wir wirklich sehr gut in Niveau gewesen. Und von dem her ist das ja, ist alles ein bisschen, sagen wir, familiärer gewesen in Vancouver. Jawohl. Und jetzt Sochi habe ich nur mal mitgegeben, obwohl der Sport nicht gelaufen ist. Nehme ich eigentlich wirklich viel positive Erinnerungen mit, ja. Weil Sochi nicht unbedingt also, sportlich, aber... Ja, nicht das Ganze, muss sagen, Sochi war ein Abenteuer für alle gewesen. Und ich bin eigentlich auch immer gute Erfahrungen gemacht in Russland, muss sagen, mit Weltcuprennen, mit dem ganzen Drum und Dran eigentlich. Und von dem her bin ich auch positiv, obwohl viele negative Meldungen gehabt vor Sochi, positiv auf das Sochi. Und ich muss sagen, ich bin nicht enttäuscht worden. Und das ist eigentlich das Gros von Athleten, die ich genau bin. Wie war die Unterstützung für deine Karriere? Es war schon ein bisschen eine Randsportart, aber... In den letzten Jahren ist das schon ein bisschen gewachsen, he? Die Unterstützung eben finanziell und so weiter. Hat man da besser können leben? Ja, sicher. Also wenn ich angefangen habe, dann müssen wir noch Geld bringen als Athletengelder, sagen wir mal, so die Trainingslager können, selber können machen. Genau, sicher nicht alles selber, aber wir einfach einen Teil müssen daran zahlen, dass wir die Überbrücke können und das machen. Das ist jetzt besser und so. Und das hat sich seitdem Eingliederung Swisscy hat sich das um einiges verbessert. Nicht das Budget vom Biathlon ist klar, ist in den letzten Jahren, aber seit 10 Jahren ist das kontinuierlich gewachsen. Und die Unterstützung in der Bevölkerung, Medien, so ist natürlich auch gestiegen in den letzten Jahren. Ja, ist klar. Das ist, am Anfang bist du nur so ein Randsport da gewesen. Ja. Wahrscheinlich nur selten jemand hat interessiert für das. Und das ist in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen. Was du auch hast, immer ein flotter Fanclub, der dich unterstützt hat. Die sind flott immer hinter dir gestanden. Das hat ihm auch noch Kraft gegeben, vor allem in schwierigen Situationen. Ja, sicher, das war schön, wenn man, aber das ist nicht ein Riesen-Fanclub, aber im Gesamten sind es gleich. Also die Mitglieder hat es über 80 und die Rennen sind jedes Jahr ein paar Orte gekommen. Sicher an 3-4 Orte sind immer die dabei gewesen, mal die Gruppe und ja, es ist schön, wenn du die Leute im Hintergrund siehst, was ich unterstütze, eine gute Zeit und eine schlechte. Ja, und es ist aber doch immer noch so eine spezielle Atmosphäre in diesen Biathlon-Rennen. Ja, auf jeden Fall. Für die Zuschauer, ja. Ja, ja. Sehr interessant. Sagen, die meisten sind eben, sind ja nicht nur wegen mir gekommen. Das ist das Ganze drumherum. Das ist, das ist wirklich ein grosser Anlass, Haufen Fans von verschiedenen Ländern. Und für die ist das eigentlich auch immer eine Erfahrung gewesen. Wir haben von der Entwicklung geredet, weltweit, in der Schweiz. Wie siehst du es hier bei uns, im GOMS zum Beispiel? Wie siehst du da den Nachwuchs im Biathlon? Ja, ist eigentlich also positiv, wenn man vergleichen tut. Sagen wir jetzt schweizweit gesehen, wie viele Athleten, wie viele Gommerathleten, Oberwasser Athleten, als bei Swisscy jetzt im Kader sind, da stellen wir eigentlich den grössten Anteil von der ganzen Schweiz. Und ich glaube, das schon... Vor allem die jungen Frauen sind nicht schlecht. Genau, ja. Aber Frauen vor allem eigentlich sehr viel, die sind. Und das ist, es braucht alles ein bisschen Zeit und die haben jetzt wirklich eine gute Gruppe zusammen. Die pushen andere. Und ich glaube, das ist immer, du ziehst einen anderen mit, wenn ein paar einen Sportart machen. Den. Und das war sicher im Biathlon nicht so gewesen. Ja. Jetzt geht eine grosse, eine lange Karriere zu Ende von Simon Halbarter im Weltcup mit Hochs und Tiefs, das ist klar. Wie geht es weiter mit dir? Jetzt bleibst du im Sport erhalten oder was machst du jetzt nach der Karriere? Ja, ich werde also indirekt im Sport erhalten bleiben. Ich werde beim Onkel, Conny Hallenwarter, war ja schon seit über 20 Jahren Sportchauffeur zu Obergästle. Also ich werde jetzt im Sommer bei mir steigen und probiere nachher meine Erfahrung von 11 Weltcup-Jahren oder von einer langen Karriere den Kunden weiterzugeben. Also da euch eben im Bereich Skisport nachher verbunden bleiben. He? Ja, genau. Trainer, wäre nichts für dich? Nein, es ist im Moment, also eben, ich habe jetzt den Weg eingeschlagen und das ist jetzt, ich muss das erste Mal sagen wir, am neuen Leben zuerst mal Füße fassen. Und sicher eine grosse Veränderung für mich nach so vielen Jahren im Spitzensport. Ja. Und nachher, was sich der ergibt, ich hoffe, dass ich im Biathlon oder im Sport, sagen wir im Langlauf, in der Region vor allem kann verbunden bleiben. Aber jetzt nicht das Ziel, eine Trainerkarriere zu machen. Was du echt am meisten vermissen, jetzt nachher, wenn du in der zweiten Karriere, kann man sagen, arbeitet ist. Ja, ich glaube, es ist vor allem eben die ganzen Leute, die ganzen Freundschaften, die man über die Jahre hatte. Ich meine, das habe ich schon am Anfang gesagt, das war wirklich eine grosse Familie gewesen, Biathlon. Ja. Und die Leute hast du wieder getroffen, häufig, und das sind häufig schöne Geschichten, häufig lustige Geschichten. Und ich glaube, so, dass die ganzen Leute, das ist eigentlich das Gerätste, was ich weiß. Was passiert mit deinem Gewehr, wenn du immer hast? Das behalte ich als Erinnerung schon. Ja, das ist ein schöner Platz. Ja, das sehe ich noch, wann es enden wird. Aber ich werde es jetzt nicht vor, das zu verkaufen. Das ist für mich, also das Gewehr eben, seit 12 Jahren mit mir. Das ist sicher ein bisschen speziell. Ja. Und ich werde das sicher als Erinnerungsstück
Wenn man auf der Internetseite von der Biathlon international anschaut, bei dir, bei der Biografie, heisst das Hobby Gitarre. Du hast jetzt das Gewehr weg und die Gitarre raus, ne? Ja, das war eigentlich das Ziel. Ja. Also es ist nicht so einfach, so etwas anzufangen bei Gitarre. Ja. Ich meine, ich bin im Moment, immer so ein bisschen probiert halt, aber für mal ein bisschen auf ein Niveau zu kommen, längt die Zeit halt meistens gleich. So. Aber das könnte jetzt noch kommen. Und ich hoffe, dass ich jetzt mal den Pfupp finde, für mich da vom also ja, zu gewähren Seite stellen und dafür Gitarre mehr zu haben. Also der nächste Schüffel nicht als Sportler hier im Barik, sondern als Gitarrespieler. Das wäre schon etwas, ja. Das wäre etwas. Aber zuerst kommen noch die Schweizer Meisterschaften. Das noch als Abschluss von der Sendung. Da bist du noch mal flott im Einsatz. Ja, sicher. Das ist jetzt noch mal ein schöner Abschluss für mich. Mhm. Vor allem, wenn es daheim bei mir ist, im Goms. Ja. Und ja, es wird sicher ein schöner Abschluss sein. Ein Haufen Leute, so wie es vor 2 Jahren auch war. Jawohl. Und von dem her ist das für mich... Also wirklich ja, ein schöner Abschluss nochmal von diesen Leuten, das läuft. Da wünschen wir dir natürlich viel Erfolg da bei dem letzten Rennen oben am Goms, am Samstag und Sonntag bei den Schweizer Meisterschaften. Alles Gute natürlich für den weiteren Lebensweg oben am Goms. Besten Dank für den Besuch hier im RRO TV Sportstudio. Merci schön. Das wäre es gewesen, der Simon Hallenbarter. Er hört auf nach einer langen Biathlon-Karriere. Besten Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.